So, wir sind in den Niederlanden und deshalb habe ich mir extra eine orangene Weste angezogen. Die IDM zu Gast auf der Kultstrecke in Assen, wo normalerweise ja die Dutch TT stattfindet. Und ich habe mir einen niederländischen Gast ins Auto eingeladen, in unser Kia Stinger, in unser Safety Car. Pepijn Bijsterbosch, den ich das erste Mal gesehen habe, 2009. Da bist du in der Wildcard, in der WM gefahren, hier mit einer 125er. Und jetzt bist du in der IDM. Pepijn, für euch niederländischen Rennfahrer, wie wichtig ist für euch die IDM? Die IDM, ja, ist eine Meisterschaft, die zum Glück viel stärker ist, dann das es in Holland gibt. In Holland ist die Meisterschaft ist weniger Geld. Die versuchen eigentlich eine gute Meisterschaft hinzusetzen, aber es ist eigentlich die Swiss ein bisschen professional und Hobby. Es ist Swiss drin. So, das ist eigentlich, was du nur ein Tag Event hast. Und mit ein Tag Event ist immer schwieriger dann wie ein 3 Tage Veranstaltung. Muss die nächste abwarten. Schon klar. Das ist der Hinweis von Pepijn, weil hier auf der Gegengrade wird eine andere Streckenvariante gefahren als in der MotoGP oder auch in der Superbike-WM, wenn sie hier in Assen gastiert. Warum macht man das eigentlich? Warum hat man diese etwas langsamere Schikane genommen? Das müssen wir an das Circuit Assen fragen. Wenn ich alle Fahrer frage, die wollen alle gerne die Schnelle fahren. Die Schnelle ist viel lustiger, aber ja. Vom Circuit wollen sie das exklusiv haben, nur für die WM-Klasse. So, das ist ein bisschen komisch, dass sie das da so nur machen. Und für euch ist auch blöd, weil ihr hättet, wenn ihr die andere Variante fahren würdet, die rund 2 Sekunden, glaube ich, schneller ist, ja, so ungefähr, ihr hättet eine echte Referenz im Vergleich zum Beispiel zur BSB oder auch im Vergleich zur Weltmeisterschaft, ne? Ja, das ist ein bisschen komisch, was vor allem in IDM-Fahrer sagen, ey, aber warum darf die BSB dann fahren, die schnelle Variante fahren und wir die langsame? Sind wir dann schlechter oder... Ja, da bekommen wir kein gutes Antwort. Das ist ein bisschen schade, aber der Streckenvariant geht auch gut. Aber die andere ist ein bisschen lustiger. Assen, was bedeutet das für dich? Das ist eine Kultstrecke. Wir merken das schon hier. Man kann sie richtig fliegen lassen. Ja. Auch mit einem Auto, was jetzt nicht zum Rennfahren ausgelegt ist. Was bedeutet das für dich als Niederländer, hier in der IDM beim vorletzten Saisonlauf zu fahren? Ja, Assen ist immer meine Heimstrecke. Das ist. Ja, ich mag Assen. Die Strecke ist geil. Die Atmosphäre, du merkst, das ist eine Strecke, wo die besten Leute fahren, was du siehst im TV und so. Und das ist immer schön, um auf die Strecke, die richtig gute Strecke, zu fahren. Bist du überhaupt schon mal mit dem Auto hier rumgefahren? Eigentlich ja einmal, aber das war mit einem langsameres Auto. Aber nicht, dass es so schnell ist, aber die Fahrlinie muss noch ein bisschen besser werden. Ja, das ist richtig, aber das Auto gehört nicht mir und ich weiß gar nicht, wie der versichert ist. Deswegen lassen wir es mal nicht so krachen. Macht trotzdem auch Spaß, ne? Also ich kann ein bisschen weiter raustreiben lassen. Ich kenne Assen bisher nur mit dem Motorrad, mit dem Auto nicht so. Der bewegt sich hier schon ganz ordentlich. Jetzt sind wir in der berühmten Strumm. Du kannst doch mal den Fahrlehrer machen. Was mache ich falsch? Hier musst du die Linie treffen wie jetzt. Voll, voll, voll. Das ist so wichtig, dass die hier schnell rauskommt. Mit Motorrad haben wir 4 Wheelie. Und um die Wheelie runter zu bekommen, ist viel Gewicht nach vorne bringen und dann volle die Hahn auf. Und dann hier bei der 100 Meter bremsen wir, voll in die Bremse. Und dann ist es die schnelle, der langsame Rüstguck fahren wir hier, die Chicane. Die Chicane ist eigentlich okay, es sind ein bisschen Bodenwellen. Und dann hier wieder voll nach außen treiben lassen. Um den Fluss reinzuhalten. Das ist hier wichtig in der Strecke. Assen ist trotzdem für euch Motorradrennfahrer einfach Kult, insbesondere hier der alte Streckenteil, in dem wir jetzt sind. Das war ja früher mal eine viel, viel längere Strecke, weil die Kurven sind teilweise überhöht und das ist eine Geschichte, die auch richtig Spaß macht. Ne? Ja, genau. Das sind nicht viele Strecken, die das noch haben. Früher war das hier in Assen noch viel mehr. Ich bin von der Generation, die eigentlich angefangen ist auf die Strecke, wie wir jetzt fahren. Ich bin 2006 angefangen und dann sind wir die neue Variante gefahren, die ganz lange. Die habe ich niemals gefahren mit Rennmotorrad. So, ich kann da nicht so gut überreden wie die Leute, die noch lange mitfahren. Aber die war dann noch viel schöner. Wenn du die alte Strecke, die liegt noch, zum Teilweise liegt er noch, das ist jetzt Parkplatz. Und wenn du da überfährt, mal mit Motorrad oder mit Roller und so und das anschaut, das ist richtig geil. Die Kurven sind viel mehr verkannt wie diese. Wie schnell fahrt ihr hier mit den Superbikes aus der IDM? Hast du Topspeed-Werte? Ja, 280, 290 ist, glaube ich, der Topspeed ungefähr.
Ja, das ist im Gegengrade hier. Schnellste ist nicht Startziel, ne? Nee, Startziel ist eigentlich sehr kurz. So, die fahren wir ja eigentlich nur fünfte Gang. So, das ist eigentlich nicht so schnell. Das ist. Was fahren wir denn hier jetzt gerade eigentlich? Naja, 190 oder so. Ja. Aber das Auto ist ein bisschen schwer. Motorradfahren macht mehr Spaß. Du bist Meisterschaftsdritter. Wollen wir auch noch kurz drüber reden. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das ist für dich, weil wir müssen ja sagen, dass du noch die alte BMW fährst. Ja. Also du fährst nicht das neue Motorrad wie zum Beispiel eher Michalschik oder Julian Puffe oder jetzt an diesem Wochenende auch Bastian Mackel. Du fährst das alte, bewährte Motorrad. Bist Meisterschaftsdritter. Bist du damit zufrieden? Ja, eigentlich vom Anfang hatten wir schon das Ziel gesetzt, wir wollen jede Wochenende unter die ersten fünf sein. Das ist das Ziel. Was wir schon gesagt haben, wenn wir in das Podest landen können, jedes Podest, was wir machen können, ist perfekt. Letzte Rennwochenende hat es alles richtig gut geklappt, sind wir jedes Mal kämpfen wir um das Podest. Und das ist super, das ist wie ich das machen will. Der Platz 3 in Meisterschaft, ja, die will ich gerne behalten, das ist das Ziel. Aber hinter mir sind, letzte Wochenende habe ich Negon überholt in der Meisterschaft-Tabelle. Und der ist näher dran, aber auch Polita ist gut dabei. Das sind so viele Fahrer, die da alle kämpfen um den dritten Platz. So, es ist nicht einfach. Kannst du vielleicht hier in Assen mit deinem, nennen wir es ruhig, Heimvorteil, weil du kennst die Strecke mit am besten, ja, mit der Motivation, kannst du hier vielleicht um den Sieg mitfahren? Wäre das möglich? Was glaubst du? Ich versuche es. Ja, die Bedingungen sind dieses Wochenende ein bisschen mixed. So, jetzt ist die Strecke wieder eigentlich so fast trocken und das freut mich. Aber vorher, heute Morgen, war es auch wieder ein bisschen nass. Gestern haben wir ein Training, das erste Training, das war viele nasse Stellen waren noch. So, es ist ein bisschen mixed die ganze Zeit und deswegen ist die Verhaltung etwas anders von jedem Fahrer, wie das normal ist. So, ich bin gespannt, ich versuche alles zu geben, um das Sieg mitzukämpfen. Aber ich kann das schwierig sagen, was es wird. Es ist ein bisschen Poker vom Gefühl. Und nächstes Jahr wieder IDM? Und wenn ja, mit welchem Motorrad? Das ist die Frage noch. Bis jetzt habe ich noch nichts. Die erste Tropfen fallen wieder. Ja, schade. Das ist, vor nächstes Jahr habe ich noch nichts fix. Wir sind jetzt im Gespräch. Wir versuchen mal zu gucken, was das beste Paket ist, um zu machen. Wir haben eigentlich die richtig gute Zusammenarbeit mit Werner Dahmen und das willen wir auch gerne behalten. Wir müssen mal sehen, was wir dann für nächstes Jahr planen können. Zusätzlich fahre ich auch die Langstrecke-Weltmeisterschaft mit dem GERT-Team und das fängt nächste Woche eigentlich an. Ich habe jetzt eine Woche Pause und dann gehe ich naar Le Castellet. Dann fangen wir daran mit das Meisterschaft. Dass ich dieses Jahr und nächstes Jahr auch auf einem BMW sitze, ist sowieso in der Langstrecke, aber in IDM weißen wir noch nichts. So, Linienwahl wird besser, oder? Ja, wird besser. Langsam, aber sicher. Aber das Auto ist zu schwer einfach. Danke, Pepijn Bijsterbosch. Wir drücken dir die Daumen hier in Assen. Und was wünschst du dir als Niederländer? Dass es trocken bleibt? Weil wo noch Pfützen waren, die haben wir jetzt hier mit unserem schweren Auto weggefahren. Ja, die nasse Stelle sind jetzt weg. Das ist super. Ich hoffe, dass es trocken bleibt. Das ist eigentlich das Beste. Wir haben am Sonntag viele Gäste und es ist schöner, wenn die am trockenen anschauen können. Das ist immer besser, dann wenn die im Regen sitzen. Danke, Pepijn Bijsterbosch. Toi, toi, toi. Und wir freuen uns auf ein spannendes Saisonfinale mit dir. Und vielleicht klappt es ja noch mit dem Sieg. Würde mich freuen, dich auf dem Podest begrüßen zu können. Danke fürs Mitfahren. Okay, danke. So, da fahren wir mal rein. Du merkst, wie er überall schiebt. Ja, etwas später einlegen, das ist besser.